Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Metroid Prime 2 Echoes mit Chibi Let's Play. Und wir sind beim Landeplatz des föderierten Trupps. Einige Logbucheinträge habe ich schon gelesen. Den von Cranny wollte ich mir jetzt nochmal mit euch zusammen ansehen. Gestern beim Abendessen fing Ängstes plötzlich an, von einer Kopfgeldjägerin zu erzählen, die einen ganzen Planeten voller Weltraumpiraten in Schutt und Asche gelegt haben soll. Ich habe ihr, Ängstes, gesagt, dass ich nicht an solche Märchengeschichten glaube. Was sie natürlich persönlich nahm. Tut mir leid, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie eine einzige Person einen kompletten Stützpunkt der Weltraumpiraten auseinandernimmt. Sollte sie von mir aus an Samus glauben, wenn sie so scharf drauf ist. Oder an den Weihnachtsmann. Oder Bigfoot. Oder was auch immer. Ah, da ist aber jemand sehr pessimistisch. Nun gut, betreten wir mal das Schiff. Und scannen hier noch fröhlich rum. Was? Grippetechnik? Dominique, Hell. Ach so, die einzelne Besatzung und deren Funktion. Die haben ja alle ihren Sitz mit Namen. Aber gut, dann kann ich schon mal gucken, wen ich noch vergessen habe aufzusuchen. Veroni haben wir auf jeden Fall. Cranny hatten wir jetzt gerade zuletzt. Milligan hatte ich gelesen. Beziehungsweise ich habe ihn gefunden. Dieser Platz gehört Smythe, dem Truppenführer, der Dreisitz ist für Anxious, Brute und Willis. Brute hatten wir auch schon gelesen. Das war der etwas sparsame Schütze, der trotzdem alles wegballern musste. Huxley, Mons, Reeves und Triplett. Mons habe ich noch nicht gefunden. Und hier Bennett, Senge, Wanda. Senge hatte die eine Batterie angeschlossen. Das Schiff ist auch nicht mehr zu retten, glaube ich. Komm ich ja. Nee, ich komme da nicht rüber gesprungen. Och Mann, muss ich laufen? Oder ich gucke hier erstmal. Türen werden geöffnet. Oh, Kartenterminal? Gerne. Wir haben hier noch ein Kartenterminal. Gut. So. Okay. Drücken von Z. Ah, ich sehe schon, da ist eine rote Tür, eine gelbe Tür. Und das könnte ein Lift nach unten sein. Okay. Okay, es wird noch viel größer und komplexer. Was ist das denn hier? Ach so, und das ist dieses. Aha. Rote Tür mit kleiner Kammer. Okay. Ist das? Ich bin auf jeden Fall durchgelaufen. Ich bin unten rum durchgelaufen, aber es geht wohl auch nach oben. Nun gut. Ich gucke hier noch mal, was hier ist. Beispielsweise der Sitz von Starling, dem Piloten. Und Exeter, befehlshabender Offizier. Das war der mit dem leider aufgebrochenen Visier. Hier.
Also wirklich viele fehlen hier nicht, die ich jetzt spontan nicht gefunden habe. Analyse abgeschlossen. Defekte kunstvolle Installation mit technischen Komponenten. Holoprojektoren außer Betrieb. Gefechtsschäden. Irreversibel. Reparatur vermutlich nicht möglich. Komme ich da irgendwie hoch? Ich muss ja irgendwie weiterkommen. Nun gut, wenn es da nicht weitergeht. Wofür ist das Ü eigentlich? Legende? Ah. Ü ist ein Fragezeichen? Okay. Ich finde es aber schon mal sehr schön, dass die linke Seite auch mit Fragezeichen besetzt ist, dass man nicht sofort gesagt bekommt, dass es einen Icebeam beispielsweise gibt oder einen Plasmabeam. Also ich kann das jetzt auch nur von den Farben erraten, aber vielleicht heißt das ja hier auch wieder anders, ne? P ist auch noch nicht genau identifiziert. Nun gut. Ich würde sagen, ich gehe zurück. Irgendwie kribbelt es bei mir, wenn ich an diesen einen blauen Raum denke. Ich würde gerne dahin zurückgehen und gucken, was das auf sich hat. Was da versteckt ist. Ich habe bestimmt was übersehen. Komme ich denn hier irgendwie wieder zurück? Das ist eine gute Frage. Das Sperrtor ist unbrauchbar. Es hatte zuletzt noch diese Störung, ne? Ja, ich komme da nicht mehr zurück. Ich hatte jetzt noch gehofft, ich könnte mich hier irgendwie durchbomben, aber irgendwie, ja wohl, doch nicht. Schade. Warum eigentlich nicht? Ja, ich bin es leider immer noch gewohnt, dass ich einen Doppelsprung hätte, aber der fällt ja leider flach. Ich muss diese Tür aufkriegen. Übersetzung nicht möglich. Warum nicht? Ist hier vielleicht irgendwo ein Loch, wo ich durchkriechen kann? Nein, natürlich nicht. Okay. Wir haben die Missiles. Da oben sehe ich eine Missile-Tür. Ich würde gerne da oben hin. Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Ich habe keinen Doppelsprung. Ich glaube nicht, dass ich hier Kisten schieben soll. Warum eigentlich nicht, ne? War das nein? Kann ich irgendwas scannen? Hier vielleicht irgendwie hoch, ne? So ganz unelegant. Aber da. Aber hier, aber da. Aber nö. Merkwürdig. Da ist noch was. Das kann ich nicht scannen. Wieso habe ich keinen Doppelsprung? Das ist voll gemein. Weißt du, nur weil der Metroid Prime am Ende so gierig war. Anders kann man es ja nicht bezeichnen. Muss doch hier irgendwie weiterkommen, irgendwie zurückkommen. Oder? So schwierig kann das doch nicht sein. Das ist außer Betrieb. Nichts zu scannen, nichts zu machen. Ich kann hier nicht rein.
Ein Wandsprung wäre jetzt nicht schlecht. Hier irgendwie. Nee. Okay. Ich versuche jetzt trotzdem mal mein Glück. Tut es nicht. Es geht nicht kaputt dadurch. So. Ich finde es trotzdem schade, dass dieses Scan-Symbol nicht mehr dabei ist. Das vermisse ich ehrlich gesagt ein bisschen. So ein kleines bisschen. Ach, jetzt fällt es mir ein. Hier rüber springen, ne? Ja, okay. Okay, gut. So. Alles klar. Hier ist noch was Schönes. Energieversorgung der kinetischen Kanone wiederhergestellt. Einheit bleibt in momentaner Ausrichtung arretiert. Automatische Feuerfunktion aktiviert. Okay, los geht's. Einfach mal rüberspringen, rüber geschossen werden. Ja, warum auch nicht? Gut. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht, ne? Wumms. Dankeschön. So. Wo kommen wir denn da lang? Da kommen wir jetzt da lang. Ah, okay. Hätte ich jetzt da. Bin zwar jetzt runtergefallen, aber gut. Okay. Dann lasse ich mich gleich nochmal mit einer Kanone wegschießen, weil es so spaßig macht. Hui! Ohne einen Kratzer. Gut, dann gehen wir jetzt aber hier lang. So. Scan weist auf die Existenz eines Steuersystems hin. Zugriffmethode unbekannt. Steuereinheiten sind weder im sichtbaren Spektrum noch im lokalen Raum-Zeitgefüge auszumachen. Okay. Was sagst du dazu oder was hast du dazu gesagt? Dennis. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Ich hab's aus dem Nest rausgeschafft. Aber als ich zum Schiff kam, waren alle tot. Ich werde mich auf dem Weg zu einer außerirdischen Unterkunft machen, die wir vorher gesehen haben. Vielleicht kann mir da jemand helfen. Moment mal, da kommt etwas. Hallo? Und das waren die letzten Worte. Es wird immer gemütlicher hier. Jetzt haben wir hier ein paar Goliath-Wespen. Listige Luftjäger. Fliegende Insekten mit Giftstachel, der imstande ist, Stahl zu durchbohren. Objekt kann seine Ziele mit Energieladung beschießen. Neuer Trick auch noch. Ja gut, sind ja auch keine talonischen Wespen. So. Noch eine. Na? So, was haben wir denn da? Objektscan abgeschlossen. Es handelt sich um eine Lagervorrichtung. Die meisten der verwendeten Materialien finden in der gesamten Galaxie Verwendung. Eine Komponente jedoch kommt nur auf der von Eta vor. Okay. Kann man euch kaputt hauen? Nicht. Fremdtechnologie. Chinesische Kanone feuert kleine runde Objekte mit hohem Tempo ab. Ja gut, das haben wir ja gerade gesehen, ne? Ich habe da nur nicht so schnell nicht gescannt. Gut, da wir da sonst nicht weiterkommen. Ah nee, ich muss die erstmal aktivieren, ne?
damit, denke ich mal. Können, ja. So. Ich war wieder einen Schritt weiter, in Gedanken zumindest. Okay, jetzt sind wir hier. Da ist wieder eine Wespe. Mal zwei. Hier wird ein ganzes Nest sein, ne? Goliath-Wespennest. Organische Behausung der Jagdinsekten. Durch Zerstörung dieses Gebildes kommt die darin hausende Goliath-Wespe um. Es lässt sich mit Explosionswaffen beschädigen. So, da hinten sind noch mehr. Noch was. Ein riesiges Stück Rot. Strukturanalyse abgeschlossen. Wandbereich weist strukturelle Schwächen auf. Eine Detonation könnte ihn weiter destabilisieren. Damit würde ich das da einreißen, ne? Was denn jetzt noch? Zerstört das Nest der Goliath-Wespe. Ja, ist gut. Also man kann sich auch dumm und dämlich hier scannen, muss man sagen. Fremdtechnologie, wieder eine Kanone. Ich habe da kein gutes Gefühl bei. Na. So, die ist aktiv. Na gut. Und nochmal. Bam. Ist mit dir los? So. Detonation. Ich müsste es, wenn dann mit Bomben müsste ich das hinkriegen. So nicht. Aber ich habe keine Bomben. Nein, die fehlen mir hier leider. Dann wäre das Problem gelöst, wahrscheinlich. Ihr kommt doch nachgewachsen. Ja. Gut, die Frage ist, wo kriegen wir die Bomben her? Da ist ein P. P weiß man noch nicht genau. Und da kamen wir. Es muss da irgendwie weitergehen. Oder wir machen es so. Wir machen es damit kaputt. Vielleicht reicht das ja auch schon. Jawohl. Okay, da auf der gegenüberliegenden Seite liegt noch was. Das sieht interessant aus. Ich kann es noch nicht scannen. Dann gehen wir hier lang. Ist das? Objektscan abgeschlossen. Objekt ist seit 8 Zyklen tot. Objekt weist Rückstände einer unbekannten Chemikalie auf. Diese sorgt bei der leblosen Biomasse für einen konservierenden Effekt. Zur Wirkung des Stoffs auf lebende Biomasse sind weitere Analysen erforderlich. Also, ihr seid da nicht schuld, hä? Naja.
Moment mal, dieser Körperbau. Der Kopf fehlt. Ey, was macht ihr denn wieder hier? Aber die sind nicht ganz so schnell, nicht ganz so aggressiv wie auf Talon, ne? Kommt mir zumindest so vor. Ja, ich gehe ja schon weiter. Oh, ist hier noch was? Nö. Ein gutes Versteck für ein Versteckspiel. Mit einem Zweijährigen vielleicht. Relays zur Energieversorgung rekonfiguriert. Transporter einsatzbereit. Okay. Sonst gibt es hier leider nichts zu scannen. Dann würden wir jetzt da hochfahren. Gut, das machen wir dann im nächsten Part, meine Lieben. Danke fürs Zusehen und bis bald. Chibi-chan!